So, heute reden wir mal über Mayo-Wraps. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich dieses Video schon lange mal machen wollte, aber aufgrund der Ausrichtung des Channels einfach nie dazu gekommen bin. Wieso? Weil Mayo-Wraps definitiv nicht was ist, was ein Anfänger machen sollte. Jedenfalls nicht, wenn er nicht gerade unter krassen Zeitmangeln leidet oder im Allgemeinen einfach wirklich nur, ja, hat einfach ein bisschen zum Hobby trainiert und mal was ausprobieren will. Es gibt natürlich immer Leute, die können von Mayo-Wraps auch im Anfangsstadium profitieren, aber wenn man wirklich die maximalen Gains rausholen will in den jungen Jahren, wo man eben auch noch die Möglichkeit dazu hat, mit konventionellem Krafttraining sehr gute Erfolge zu erzielen, sollte man das auf jeden Fall machen. Das heißt, für solche Leute ist dieses System nicht wirklich geeignet. Und deshalb auch hier der Disclaimer, Mayo-Wraps wirklich nur für Leute, die bereits 80% ihres Fortschritts rausgeholt haben und jetzt noch die letzten 20% rausholen wollen. Das heißt, Leute, die wirklich ambitioniert sind, die seit über 3 Jahren trainieren, Leute, die auch schon wirklich Erfahrung gemacht haben in diesem Sport. Für solche Leute ist das Thema Mayo-Wraps extrem interessant und deswegen legen wir jetzt direkt los. Zuerst mal zur Definition, was sind Mayo-Wraps überhaupt? Viele Leute vergleichen Mayo-Wraps auch mit Restpause-Sätzen, was man auch wirklich sehr gut machen kann. Es ist sehr ähnlich, nur ist Mayo-Wraps noch so ein bisschen Science-basierter. Das heißt, man hat da noch ein bisschen geguckt, wie man entsprechend auch wirklich die maximale Muskelfaserrekrutierung rausholen kann, ohne dabei die Ermüdung zu erhöhen. Und das ist wirklich der große, ausschlaggebende Punkt. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal anschaut, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein normaler Arbeitssatz bis knapp vors Muskelversagen. Dann eine kurze Pause. Kurze Pause heißt 3 bis 5 Atemzüge. Dann gefolgt von einem Minisatz, der in der Regel so zwischen 3 und 5 Reps sein sollte. Und dann wieder gefolgt von einer Pause von 3 bis 5 Atemzüge und dann wieder 3 bis 5 Reps. Das heißt, man führt diesen Vorgang so lange fort, bis man diese angepeilte Rep-Range nicht mehr schafft. Das heißt aber auch, dass man, wenn man zum Beispiel beim ersten 5 geschafft hat, dann auch wieder beim zweiten Minisatz wieder auf 5 Reps zielen soll. Das heißt, wenn man dann beim zweiten nur noch 4 schafft, dann hat man eigentlich den Satz beendet. Da komme ich nachher auch nochmal dazu, wie man das genau machen muss. Wichtig für euch auch zu wissen, ist wirklich, dass der Sinn der Sache ist, dass man dadurch nonstop maximale Muskelfaserrekrutierung hat. Das heißt, wir haben immer am Anfang eines Satzes minimale Muskelfaserrekrutierung macht noch Sinn, oder? Das heißt, der Körper ist ja sehr effizient, der will ja nicht sein komplettes Potenzial direkt verschwenden. Das heißt, man macht bei einem 12er-Satz jetzt zum Beispiel die ersten 9 Reps mit relativ wenig Aufwand und erst die letzten 3 Reps, da wird dann der Körper maximal belastet. Das heißt, der Körper arbeitet hier wirklich sehr effizient und das heißt, wenn man dann zum Beispiel 2 bis 3 Minuten Pause macht, man dann ebenfalls auch wieder die ersten 8 bis 9 Reps macht, um dann wirklich die letzten 2-3 Reps dann nochmal komplett effektiv zu bekommen. Das heißt, wenn man jetzt immer nur konventionell trainiert, dann ist die maximale Muskelfaseraktivierung eigentlich immer nur am Ende jedes Satzes wirklich da und gegeben. Und das ist besonders für fortgeschrittene Athleten irgendwann nicht mehr genug. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach mal ein 4x10 macht, dann habt ihr am Schluss im besten Fall 12 effektive Reps rausgehauen. Hingegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben ein Mayo-Wrap-Protokoll anwendet, dann könnt ihr mit weniger Ermüdung schlussendlich auch trotzdem mehr effektive Sätze oder Reps durchziehen. Und genau das ist der große Vorteil von den Mayo-Wraps. Das heißt, nach diesen 3 bis 5 Atemzügen könnt ihr direkt weitermachen und holt auch wieder die maximale Muskelfaserrekrutierung raus. Auch wichtig zu wissen für euch ist, dass sobald man in einer Rep-Range von 8 oder weniger trainiert, also über 80% des One-Rep-Maxes in der Regel, dass dort auch bereits ab der ersten Rep die volle Muskelfaseraktivierung besteht. Das Dumme ist, dass es in der Praxis dann leider nicht ganz so einfach funktioniert. Also wenn sich jetzt jemand sagt, ja Misha, wieso trainiere ich dann nicht einfach immer schwer, dann muss ich ihm sagen, ja gut, dann wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit aber auch sehr schnell ermüden. Das heißt, du wirst in dieser Zeit im Gym niemals dasselbe Volumen, das effektive Volumen auf die Beine bringen, wie jemand, der zum Beispiel eben mit Mayo-Wraps arbeitet oder auch einfach ein konventionelles Bodybuilding-System fährt. Das ist ja auch der Grund, wieso Bodybuilder in der Regel um einiges muskulöser aussehen als Powerlifter, obwohl sie eigentlich um einiges schwächer sind. Sie sind zwar schwächer auf dieser One-Rep-Max oder 5-Rep-Max-Skala, aber durchschnittlich
bewegen sie immer noch viel, viel mehr Gewicht in einer kürzeren Zeit. Und genau das ist der ausschlagende Grund, wieso Hypertrophie auch funktioniert. Und genau deswegen sind Myo-Reps für Hypertrophie so unglaublich effektiv. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch noch kurz auf der wissenschaftlichen Ebene an. Und zwar wisst ihr ja, dass wir mehrere Faktoren haben, die den Muskelaufbau begünstigen bzw. auslösen. Und einer der größten, das wissen wir alle, das ist die mechanische Deformation des Muskels. Das heißt, das einfache Krafttraining, Kontraktion, Stretch und das mit Gewicht. Das ist auch der Grund, wieso die meisten Anfänger und auch Fortgeschrittenen so lange sehr geile Erfolge machen, ohne dabei in irgendeiner Weise ans Muskelversagen gehen zu müssen, weil es nicht nötig ist. Das heißt, ihr könnt über mehrere Jahre ohne ans Muskelversagen gehen trainieren und werdet trotzdem nach und nach stärker und muskulöser. Und genau deswegen ist für die meisten Leute ja das auch schon genug, beziehungsweise sogar von Vorteil, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, weil man dadurch auch Verletzungen aus dem Weg geht und in allgemein auch das Thema Ermüdung viel, viel, viel weniger, ja, viel, viel, viel weniger Rolle spielt, als eben wenn man dann dieses Muskelversagen noch dazu nimmt. Man hat immer wieder in mehreren Studien immer wieder gesehen, dass Ermüdung, also hohe Intensität bei kleinem Volumen, das funktioniert top, also Powerlifter, die nur immer so schwere Sätze machen, das funktioniert, aber sobald man mit dem Volumen hochgeht und mit der Intensität, schießt man sich meistens ab. Das heißt, Anfänger machen sich eben genau deswegen keinen Gefallen, wenn sie sich dann auf den zweiten Faktor für Muskelaufbau, nämlich die Muskelfaseraktivierung oder Sachen wie Stoffwechselstress einlassen, weil sie dann meistens eben ja den Fokus vom Wichtigen, vom Big Thing wegnehmen und dann den kleinen Sachen widmen und dadurch dann auch noch ihre Regeneration beeinträchtigen. Das heißt, um maximale Gains rauszuholen, reicht es für Fortgeschrittene nicht mehr einfach nur das normale Training zu machen, sondern sie müssen dann irgendwann eben auch ans Muskelversagen gehen oder kurz davor oder eben anfangen mit Intensitätstechniken zu arbeiten, die dafür sorgen, dass Stoffwechselstress entsteht und die Muskelfaseraktivierung komplett ausgereizt wird. Wenn ihr mal ein detailliertes Video zum Thema Stoffwechselstress sehen wollt von mir, wieso ich es persönlich auch nur ganz sporadisch empfehle, was die Vorteile sind und was die vielen Nachteile sind, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Bei 1000 Daumen nach oben werde ich das Video machen und euch dann wirklich auch nochmal erklären, wie ich zu diesem Thema stehe, weil das ist auch ein sehr interessanter Ansatz, um dort nochmal so ein paar kleine Gains rauszuholen, wenn ihr versteht, was ich meine. Um jetzt den Science Party abzuschließen, ja, Myo-Reps bringen extrem viel im Bereich Hypertrophie, vor allem für Fortgeschrittene, die eben diese maximale Muskelfaseraktivierung wollen, auch einen gewissen Stoffwechselstress erzeugen möchten, ohne dabei eben die Ermüdung zu stark nach oben schießen zu lassen. Ähnlich wie man das auch beim Blood Flow Occlusion Training kennt, also dort, wo man sich die Arme abbindet. Das ist jetzt für mich persönlich nicht wirklich interessant, weil ich mich einfach nicht gerne im Training mit so Gadgets beschäftigen möchte. Deswegen habe ich für mich persönlich den Myo-Reps-Ansatz als sehr interessant empfunden und wende diesen jetzt auch schon seit längerem an fortgeschrittenen Athleten und mir selbst an. Kommen wir jetzt zu der Anwendung. Wie am besten vorgehen, wenn man Myo-Reps in sein Training integrieren will? Also zuerst muss man mal wissen, sehr, sehr, sehr wichtig, dass Myo-Reps wirklich nur was bringen bei einer Rep-Range von über 8. Ich persönlich empfehle sogar eher so ab 12 bis 20. Also wenn man Myo-Reps jetzt zum Beispiel für 8 Reps machen will, dann hat man ja diesen Effekt nicht wirklich drin, weil man ja bei 8 Reps oder weniger sowieso schon eben meistens 100% Muskelfaseraktivierung hat und in der Regel auch zu schwer drin ist, um jetzt da dann noch wirklich auch effektiv was mit Myo-Reps zu machen. Das heißt, ich persönlich empfehle Myo-Reps im Bereich von 12 bis 20 Reps. Ich will an dieser Stelle auch direkt erwähnen, dass ich mich in diesem Video nur auf den autoregulativen Ansatz von Myo-Reps fokussiere. Für die Leute, die jetzt noch nie nach Myo-Reps trainiert haben oder im Allgemeinen noch nicht wirklich viel Erfahrung mit diesem System haben, sollten mal möglichst leicht anfangen. Das heißt, von der Intensität würde ich jetzt mal so sagen 30% des One-Rep-Maxes. Für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, das auch schon mal ausprobiert haben, die können auch gerne mal bei 40% des One-Rep-Maxes trainieren. Dort trainiere ich persönlich auch am liebsten. Und für absolute Elite-Profis kann man vielleicht auch auf 50% des One-Rep-Maxes gehen. Ihr werdet es dann halt auch für euch selbst rausfinden. Es ist dann auch von Muskelgruppe zu Muskelgruppe ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Muskelfaserverteilung ihr habt. Und auch im Allgemeinen natürlich, ja, wie viel Gewicht ihr im Allgemeinen auch schon bewegt. Das heißt, wie stark ihr dann auch seid und wie der Körper sich auch gewohnt ist. Ebenfalls sehr wichtig ist zu verstehen, dass Myo-Reps auch nicht wirklich bei jeder Übung Sinn macht. Das heißt, wer zum Beispiel bei Kniebeugen mit Myo-Reps arbeitet, der hat halt dann trotzdem ein sehr hohes Risiko, sich da auch, ja, zu verletzen. Also ich persönlich würde es wirklich nur bei Übungen empfehlen, wo ihr euch sehr sicher fühlt, wo ihr auch logischerweise das Gewicht einfach ablegen könnt. Maschinentraining in der Regel sind super oder auch Isolationsübungen, also bei
Biceps Curls, Triceps Extensions. Ich persönlich finde zum Beispiel auch bei der Bankdrückmaschine finde ich es richtig geil. Und bei Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, auch Flachbankdrücken, da würde ich jetzt persönlich eher auf Mayo Reps verzichten. Ist aber auch wieder, wie gesagt, nicht ein absolutes No. Ich kenne auch Leute, die machen Kniebeugen mit Mayo Reps. Wenn man das will, kann man das machen, sofern ihr euch dabei nicht verletzt. Aber richtig effektiv ist es eben vor allem bei Übungen, wo es sehr einfach ist, das Gewicht abzulegen, 3, 4, 5 Mal durchzuatmen, was in der Regel etwa so 6 bis 10 Sekunden sein sollten und dann wieder loszulegen. Ich empfehle übrigens Mayo Reps auch nicht nonstop im Plan zu haben, sondern wirklich nur sporadisch mal für einen kompletten Mesozyklus zum Beispiel reinzunehmen oder wie ich es mache, immer nur am Ende eines Mesozyklus oder eben für Leute, die mal aus einem Grund nur eine Stunde haben. Also mit Mayo Reps könnt ihr in der Regel ein Training, das fast 2 Stunden dauert, in knapp 1 Stunde packen, je nachdem ein bisschen mehr, kommt auch immer auf euch drauf an, aber in der Regel kann man da wirklich Zeit sparen und für das ist auf jeden Fall Mayo Reps ein geeignetes System, aber es sollte auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Evergreen werden, dass man sich einfach ab jetzt dann in jedem Training die Mayo Reps gibt, weil dadurch, dass ja der Körper eben auch diesen Stoffwechselstress erfährt, passt er sich ja diesem Stoffwechselstress auch an und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja immer nur Stoffwechselstress erzeugen, um das anabole Signal im Körper entstehen zu lassen, damit er sich eben anpasst. Und sobald er sich angepasst hat, nimmt man ihm diesen Reiz wieder weg. Weil wenn er sich dann eben wirklich an Stoffwechselstress, an Mayo Reps, an High Reps oder solche Sachen anpasst, dann kann das sein, dass es hormonell ein Problem gibt und dass man dann eben auch je nachdem die Muskelfaserverteilung verändert und dadurch der Muskel sogar schrumpft. Also deswegen, das sind noch so kleine Empfehlungen. Wie gesagt, bei 1000 Likes gibt es dann auch nochmal das detaillierte Video zum Thema Stoffwechselstress. Vergleichen wir jetzt also mal den konventionellen Ansatz mit dem Mayo-Rep-System. Beispiel Brustpresse. Wir nehmen ein Gewicht, setzen das fest und machen ein normales 3x10, so wie man das kennt. Erster Satz 10, zweiter Satz 10 und im dritten schafft ihr dann noch 9. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man immer so die letzten 3 Reps nehmen kann, die wirklich effektiv sind, also die letzten 3 Reps vor der RPE 9 oder RPE 8, dann sind das in diesem Fall 9 Reps, die wirklich effektiv trainiert wurden. 29 habt ihr insgesamt gemacht, aber 9 haben wirklich dann auch die maximale Muskelfaseraktivierung gebracht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf Mayo-Rep-Basis an. Das heißt, ihr setzt wieder hin, wärmt euch gut auf und macht dann euren ersten Arbeitssatz wieder mit demselben Gewicht. Ihr schafft dann logischerweise wieder 10. Das heißt, die letzten 3 Reps sind dann wieder die effektiven gewesen. Das heißt, wir haben schon mal 3 effektive Reps im Tank. Dann macht ihr aber nur 3 bis 5 Atemzüge Pause, also 5 bis 10 Sekunden in der Regel, und macht dann nochmal 3 Reps. Dann macht ihr nochmal die Pause, dann nochmal 3 Reps. Dann macht ihr nochmal Pause, nochmal 3 Reps und dann beim letzten macht ihr nochmal 3 Reps. Das heißt, ihr habt dann zwar nur 23 Reps, nicht mehr 29, aber dafür habt ihr 16 davon mit maximaler Muskelfaserrekrutierung gehabt. Und genau das ist jetzt dieser interessante Effekt, von dem ich geredet habe. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann haben wir 7 effektive Reps mehr gemacht, aber 6 effektive Reps weniger. Das heißt, wir haben weniger Ermüdung mit mehr Effektivität gepaart. Und das sollte auch schon euch zeigen, wie das System eben auch wirklich beneficial sein kann. Ich würde euch auch wirklich empfehlen, zu versuchen, nie ans komplette Muskelversagen zu gehen beim ersten Satz, sondern immer nur so 1 bis 2 Reps vorher aufzuhören, weil dann habt ihr erfahrungsgemäß auch die Möglichkeit, mehr Mayo-Rep-Sets hinzuhauen. Das heißt, das Overall-Volume ist dann auch wieder größer und das spricht ja auch wieder für mehr Muskelaufbau. An dieser Stelle auch noch einen kleinen Pro-Tipp. Und zwar würde ich wirklich versuchen, wenn ihr Mayo-Rep-Training macht, konstante Spannung auf dem Muskel zu halten. Das heißt, nicht in den Lockout gehen und wirklich Constant Tension auf dem Muskel zu halten, weil ihr so auch wieder den Blood-Flow-Occlusion-Effekt fördert und dadurch auch wieder mehr Muskelfasern aktiviert. Jetzt zum Schluss noch kurz, wieso wähle ich hier den autoregulativen Ansatz? Ganz einfach, weil ich ihn auch bei allen anderen Trainingsplänen und auch bei normalen Training empfehle, weil man nicht jeden Tag immer den gleichen Energielevel hat, man je nachdem, wenn man auch unterwegs ist oder harte Arbeitszeiten hat, nicht immer gleich topfit ist und genau deswegen ist es so wichtig, auch hier autoregulativ zu arbeiten. Zusätzlich dazu habe ich herausgefunden, dass meine Kunden und auch ich persönlich viel einfacher in das System reinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Übung anteste und ich einfach mal 4 Reps im ersten Mayo-Rep schaffe, dann weiß ich auch, dass ich mit diesen 4 Reps dann auf jeden Fall auch weiterfahren kann. Und wenn ich dann zum Beispiel nach dem zweiten Satz schon nur noch 3 schaffe, dann weiß ich, ich muss den Satz beenden und nehme beim nächsten Mal vielleicht overall ein bisschen weniger Gewicht.
Das heißt, ihr könnt euch da sehr schnell einfach lernen einzuschätzen. An dieser Stelle liste ich jetzt hier auch nochmal kurz ein paar Beispiele auf, wie es eben funktionieren sollte und wie es nicht funktionieren sollte. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Rep Range nach dem zweiten Satz nicht mehr schafft, dann wäre es falsch, da noch weiterzumachen. Das ist dann eben wieder too much und hat dann wieder nichts mit dem Ansatz zu tun, den wir haben wollen. Was ebenfalls falsch wäre, wäre, wenn ihr es jetzt zum Beispiel schaffen würdet, über 7 Mal noch einen Set zu machen. Das heißt, wenn ihr 7 mal 3 schafft und dann noch immer noch weitermachen könntet, dann habt ihr entweder von Anfang an zu wenig Reps gemacht, dann hättet ihr vielleicht lieber 5er Blöcke gemacht, oder ihr habt einfach auch wieder zu wenig Gewicht verwendet. Und genau bei solchen, ja, bei solchen Sets wird es dann eben leider auch nicht mehr wirklich effektiv. Das heißt, schaut wirklich, dass ihr immer in diesem Bereich bleibt, wo ihr dann auch so nach dem 5. Satz, spätestens dem 6. ja auch nicht mehr dieselbe Rep-Range schafft. Sonst habt ihr was falsch gemacht. Yes, Leute, und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder ein paar richtig gute Inputs geben, die euch auch weiterhelfen in eurem eigenen Training, und würde mich deswegen auch übelst freuen über einen Daumen nach oben. Wie gesagt, MyoReps ist wirklich eine sehr gut erprobte Geschichte. Es haben sehr viele Top-Level-Coaches in ihrem Programm für ihre fortgeschrittenen Athleten. Es ist also nichts Neues, gibt es schon seit Jahren, und deswegen denke ich, dass ich hier wirklich auch euch diesen Input nicht vorenthalten möchte. Probiert's aus, gebt mir Feedback. Und wenn es noch Fragen gibt, dann schreibt es einfach unten in die Comments. Außerdem werde ich bald mal dazu noch ein gezieltes Q&A machen für die Elite. Das heißt, wenn ihr bei Science Static seid, könnt ihr euch da freuen. Ich werde euch dann da mal ein paar Beispiele geben, bei welchen Übungen ich es wie machen würde. Weil eben je nach Muskelfaserverteilung kann das Ganze dann noch ein bisschen variieren. Das heißt jetzt zum Beispiel bei mir ist beim Bauch, also wenn ich jetzt zum Beispiel Abs im MyoRep-System trainiere, da komme ich locker auf die 5er-Blöcke. Bei Waden oder Trizeps würde ich es eher auf 3er-Blöcke belassen. Aber das hat dann eben wieder so ein bisschen individuelle, ja, ist wieder sehr individueller Natur. Und wenn man das Ganze dann auch wieder in ein Training implementieren möchte, das heißt periodisieren oder das Ganze eben auch ganz gezielt für Schwachstellen nutzen können, genau für solche Sachen sind die Chats geeignet, sind die Livestreams geeignet. Das heißt, schaut vorbei, wenn ihr in der Elite seid, und alles weitere in den Kommentaren. Besten Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Peace out. Science Statics, built by science.